Hallo zusammen und alle ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Videoserie, das mal zum Thema Variation Exercises. Variation Exercises sind, wie es der Name schon sagt, Variationen der Grundübungen, also Squat, Bench und Deadlift in einer leicht umgewandelten Form. Sie geben uns die Möglichkeit, Schwachpunkte in Bewegung auszukorrigieren, bestimmte Muskelpartien gezielt stärken und sie ein wertvolles Tool beim Loadmanagement in der Trainingsplanung. Im Powerlifting erfolgt die Auswahl immer mit der Absicht und dem Ziel, so unsere Wettkampfdisziplinen langfristig können stärken. Natürlich können die Variation Exercises aber auch als Übung an sich trainiert werden, um neue Reize zu setzen und Abwechslung ins Training reinzubringen. Aber genug von Theorie, wir gehen gerade in die Praxis, in die Tracks. Heute geht es weiter mit 3 Variationsübungen für das Bankdrücken. Unsere erste Variation ist ein Banded Bench. Für das tun wir das Band befestigen. Einerseits hier oben an der Langhantel und andererseits hier unten beim Rack an den Pins. Wir geben so einen zusätzlichen Widerstand dazu, dass wir gezielt den Speed trainieren können, also die Stange schnell und explosiv vor der Brust wegzudrücken. Zusätzlich nimmt der Widerstand nach oben immer mehr zu, sodass wir den Oberteil der Bewegung noch spezifischer trainieren können. Muskulär ist es vor allem der Trizeps, der dort am meisten Arbeit übernimmt und so am meisten von dieser Übung profitiert. Unsere zweite Variante ist ein Spotto Press, benannt nach dem Armwrestler und Bankdrück-Weltrekordhalter Eric Spotto. Er hat die Variante ursprünglich für sich selber entwickelt, mit grossem Erfolg, wie man sieht. Seine Resultate sprechen absolut für ihn. Das Spezielle hier an dieser Übung ist, dass wir die Stange dann nicht bis zur Brust führen, sondern 5 bis 10 cm vorher bewusst stoppen und eine Pause von 1 bis 2 Sekunden einlegen. Wir sind so gezwungen, die Spannung über einen ganzen Bewegungsablauf aufrechterhalten und das Gewicht zu 100% zu kontrollieren. 2 Fähigkeiten, die natürlich auch extrem wichtig sind beim klassischen Bankdrücken und so einen wichtigen Übertrag haben. Unsere dritte und letzte Variation für heute ist ein Neutral Grip Press. Für das brauchen wir die spezielle Swiss- oder Football-Bar. Neutral Grip, der Name sagt schon, wir greifen hier aus ihrer neutralen Griffposition, sprich die Handflächen zeigen gegen innen. Wir haben so eine sehr wertvolle Alternative für alle Personen mit Schulterproblemen. Oder natürlich auch für gesunde Athleten, die ihren Schultern einfach mal eine Pause gönnen vom normalen Bankdrücken. Dort haben wir die Schultern immer in einer Innenrotation, was schnell mal zu Überlastungserscheinungen führen kann. Und die leicht veränderte Griffposition macht hier wirklich schon einen grossen Unterschied. Muskulär, ob wir entweder Trizeps oder Brust treffen, können wir selber bestimmen und regulieren. Und zwar mit der Griffweite. Weiter innen, hier ist mehr für den Trizeps und weiter außen mehr für die Brust.